Standard Berlin heute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Technologiestiftung Berlin, Nicolas Zimmer, früher CDU-Fraktionschef und Staatssekretär und seit 3 Jahren in diesem Amt. Und ich finde, diese Technologiestiftung, die macht was ganz Tolles. Die überlegt nämlich, und darüber haben wir vor der Pause gesprochen, oder forscht danach, wie wir mit den Daten, die wir alle jemand anders geben, nämlich Google zum Beispiel und iTunes zum Beispiel, die einfach verwenden, wie wir die selber steuern können. So, und ich bin da stutzig immer noch, ob das gelingt, weil Sie ja eben vom Gemeinnutzen sprachen. Ja, das ist doch eine pädagogische Aufgabe. Da waren wir stehen geblieben. Absolut, das ist, finde ich, auch die größte Herausforderung. Denn Sie werden nur dann Menschen davon überzeugen können, dass es was Gutes für sie ist oder insgesamt etwas Gutes ist, wenn sie für sich auch einen Mehrwert erkennen. Also es gibt Menschen, die sind auch einfach philanthropisch veranlagt, die tun das einfach Naja, aber so. das sind die Minderheit. Das ist tendenziell die Minderheit, sondern es geht im Grunde genommen immer darum, was ist für mich der Nutzen? Und das ist, finde ich, auch eine durchaus legitime Überlegung. Und deswegen gucken wir jetzt, wie können wir eigentlich den Nutzen deutlich machen? Im Übrigen nicht nur für den Bürger, sondern auch für die Verwaltung, die ja, wie gesagt, auf den Daten noch häufig sitzt. Stichwort Digitalisierung der Verwaltung. Absolut so. Und ich kann das ja einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter in der Verwaltung gar nicht verdenken, dass sie zunächst sagen, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Werde ich wegrationalisiert? Muss ich jetzt alles, was ich irgendwo mal aufgeschrieben habe, abtippen? Was passiert dann mit meinen Vorgängen? Und im Endeffekt ist das so, das am meisten in der Berliner Verwaltung genutzte Dateiformat ist die Excel-Tabelle. Und jeder legt die unterschiedlich an. Das heißt, selbst wenn die Daten digital sind, heißt das noch lange nicht, dass wir Dass damit sie auch irgendwas lesen anfangen kann, können. dass jeder sie lesen. Exakt so. Deswegen ist also die erste Herausforderung, wie kann ich diese Daten irgendwo vereinheitlichen und lesbar machen? Und wenn wir das haben, dann sagen wir halt, wir brauchen Anwendungen, wo Sie, ich und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer danach sagen, okay, das ist gut, das bringt mir was, deswegen mache ich da mit bei diesem Projekt. Und wir wollen jetzt sehen, dass wir in Berlin quasi mit Open Source, also wir sagen auch, die Software, die dafür entwickelt wird, die muss auch freie Software sein. Wir wollen also keine. Also jedem zugänglich. Ja, das ist Teil des Planes. Also Teil des Planes ist wirklich zu sagen, diese Software, die entwickelt wird, kann auch von anderen weiterentwickelt werden. Da gibt es einen Programmierer in Hildesheim, der sagt, finde ich cool, was sie in Berlin gemacht haben. Die haben schon mal eine gute Grundlage geliefert. Ich passe das an Aber für ich habe uns. noch eine bessere Idee und fängt Genau. an zu programmieren. Und dann geht die bessere Idee wieder vielleicht zurück zu Ja. uns. Und so funktioniert ja im Grunde das ganze Open Source System. Gucken Sie sich Linux an, eines der verbreitetsten Betriebssysteme. Ist alles Open Source und funktioniert deswegen so gut, weil so viele Hunderttausende von Programmierern sich damit beschäftigen. Das wird jetzt hier in Berlin nicht der Fall Trotzdem sein. benutzen Milliarden oder Millionen immer noch Windows. Ja, sicherlich auch, weil es nutzerfreundlicher ist. Und da sind wir wieder Ja. genau bei dem Punkt. Es geht um die Frage, wie nutzerfreundlich ist es und was bringt es mir? Und wir sind jetzt gerade dabei zu entwickeln, quasi auch einen Ort, an dem tatsächlich Menschen aus der Verwaltung mit Menschen, die in dieser Stadt programmieren können, mit Menschen, die aber vielleicht auch nur eine Idee haben, zusammenkommen können und sagen können, hey, das wäre eine neue Idee, lasst Also uns daran ganz arbeiten. praktische Frage jetzt an Sie zu Hause. Wollen Sie mitmachen? Und wenn ja, wie kommt ihr jetzt zusammen? Technologiestiftung Berlin und der Zuschauer zu Hause oder die Zuschauerin? Also am einfachsten, wenn man auf unserer Zum Website, Mitschreiben genau, jetzt. auf unserer Webseite technologiestiftung-berlin.de findet man alle Informationen über unser Projekt. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade, um mal ein konkretes Beispiel noch zu nennen, wir haben einen sogenannten Hackathon. Das ist ein Wettbewerb, wo man Heißt das Hackathon? Hackathon, genau, also wie Marathon, Hacker, ja, Hacker, und Hacken, um. ja, also Programmieren. Klingt jetzt auch so ein bisschen nach NSA, aber ist es nicht. Hier geht es darum, dass wir in Berlin ein 3D-Stadtmodell haben. Dieses 3D-Stadtmodell ist von Berlin Partner bislang genutzt worden, um im Ansiedlungsgeschäft beispielsweise beraten zu können. Das ist jetzt Open Data, das ist frei zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt einen Wettbewerb zusammen gemacht mit Berlin Partner und haben gefragt, Leute, was wollt ihr mit den Daten machen? Macht daraus irgendwas Ja, Nützliches. stellen wir uns mal, das sei 3D und jetzt könnte man erkennen, da ist eine Baufläche oder eine Baulücke, Ja, da sind Löcher in der Straße, exakt, so ein da ist die Straßenkataster. Straße zu Ja. eng. Na, denken Sie zum Beispiel an altersgerechte Mobilität. Ja. Also für Senioren und Senioren ist die Frage ja durchaus relevant. Nicht nur auf Google Maps, um mal wieder Google zu bemühen, wie komme ich von A nach B, sondern wie gut komme ich von A nach B. Und diese Frage, die können Sie nur beantworten, wenn Sie wirklich mal auf die Straße Ist der gucken. Weg rollstuhlgerecht? Exakt, genau solche, das sind genau die Ja. Themen, mit denen wir uns da Und das kann ich beschäftigen. mit Ihrem Modell erkennen? Das können Sie mit Anwendungen, die auf Grundlage dieses Modells programmiert werden, erkennen. Also was wir nur machen, wir stellen im Grunde, wir stellen die Infrastruktur bereit. Wir geben Ihnen die Daten und sagen, macht was draus. Was wir aber auch gemacht haben, ist, wir haben Workshops gemacht. Wir haben Leute, die vielleicht damit noch keine Erfahrung gesammelt haben, haben wir eingeladen. Die konnten sich einmal in der Woche treffen
mit Programmierern und haben angefangen daran zu arbeiten. Die Ergebnisse, die werden jetzt auch präsentiert. Am 17. ist das Ende des Wettbewerbs, 17. Juli auf Tech Open Air, einer tollen Veranstaltung. Das ist in 6 Tagen, schon mal merken. Ja. Da können Sie vielleicht sogar mitmachen. Also jedenfalls schauen, was dabei rausgekommen ist. Und ich will mal noch ein Beispiel nennen, was jetzt gerade nicht in dem Wettbewerb entwickelt worden ist, aber worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Wir reden immer die ganze Zeit über Partizipation. Das ist ja auch so ein Wort, wo wir Menschen ansprechen, die, sagen wir mal, vielleicht auch einen gewissen Zugang zu solchen Themen haben. Also Daten lesen zu können, ist ja nicht jeder Frau und jedermanns Sache. Wir haben jetzt bei der Diskussion um den Flughafen Tempelhof gesehen, dass diese Karten, diese interaktiven Karten, die auch von der Morgenpost gemacht worden sind, die auch preisgekrönt sind, ja viel dazu beigetragen haben, dass Menschen überhaupt erstmal realisieren konnten, was heißt denn Szenario A, B und C. Das sind ja auch Daten gewesen, die die Verwaltung als Open Data geliefert hat. Nun frage ich mich, wie kann ich eigentlich dem Menschen, der, sagen wir mal, in einer Umgebung lebt, die jetzt nicht Zehlendorf ist, ja, wo man bildungsbürgerlich sich mit solchen Dingen in Bürgerinitiativen beschäftigt, trotzdem einen fairen Zugang geben, seine Stadt mitzugestalten. Und da überlegen wir das 3D-Stadtmodell. Es gibt ein Spiel, das nennt sich Minecraft. Das ist Microsoft, die hatten wir heute auch noch nicht. Also das sind ja die, haben das gekauft. Ja. Aber in Minecraft können Sie Städte modellieren. Wenn wir jetzt unser 3D-Stadtmodell nehmen, das in dieses Spiel hineinpacken und wir uns dann gemeinsam überlegen könnten, oder die Zuschauer ganz plastisch, also wie... Also von Marzahn bis nach Zehlendorf, jeder ist beteiligt, wenn er will. Wenn er will, und zwar spielerisch. Ja. Ja, Sie müssen nichts lernen, Sie müssen nicht irgendeine Programmiersprache lernen, Sie müssen keine Software runterladen, sondern Sie haben quasi in Ihrem Browser die Möglichkeit, wie Bauklötzchen Sachen durch die Gegend zu schieben, zu gucken, was verändert sich eigentlich. Sowas wollen wir. Also wirklich die Schwellen senken und es zugänglich machen und Menschen da abholen, wo sie sind. Ich kann doch nicht von jedem erwarten, dass er sich erstmal einem Volkshochschullehrgang zur Programmiertechnik unterzieht, sondern was ich möchte ist... Das geht so mit Fingertipp, wie man das heute ja macht. Exakt. Ja? Exakt. Und sagen so, den Dom will ich da mal anders haben. Genau. Den schiebe ich mal da weg. Aber ich finde, so ist doch Bürgerbeteiligung sehr viel realistischer, als wenn Sie jetzt irgendwo nur hingehen können zu einer Bürgerversammlung. Ja, oder sich irgendwo... Wo finde ich denn das alles? Bei Ihnen auf der Webseite oder auf einer anderen Webseite? Muss ich da lange suchen? Also das finden Sie bei uns unter hacking-berlin.de. Ja. Hacking. Wie Hacker. Genau, ja, wir stehen wenn auf das. Wenn man an NSA denken, dann an Hacking. Ja, wir stehen so ein bisschen da drauf. Deswegen trage ich auch Turnschuhe. Also das ist so ein bisschen, Teil der Kultur der Technologiestiftung. Aber da finden Sie alle Informationen zu dem 3D-Stadtmodell, zu dem, was bislang auch an Tools angeboten worden ist. Das Minecraft-Thema, damit werden wir uns jetzt nochmal getrennt beschäftigen. Nochmal auf den 17. in 6 Tagen. Ja. Was passiert da genau? Also mitmachen kann ich nicht, dann ist das Modell schon fertig, aber ich kann es mir angucken. Genau. Und wo ist das? Also das ist, sagen wir mal, eine kostenpflichtige Veranstaltung, das Tech Open Air, und ich glaube, das ist auch schon relativ ausverkauft. Wir werden aber natürlich auf unserer Webseite die ganzen eingereichten Vorschläge auch vorstellen. Also das ist aber, sagen wir mal, das große Finale. Und da werden wir dann zeigen, was ist entwickelt worden. Da sind dann verschiedene Anwendungen, ich habe sie mir noch nicht angeguckt, weil ich will da auch nicht sozusagen mich befangen machen. Ja, aber was ich höre von denjenigen, die bei den Workshops mit bei waren, das ist eine relativ breite Geschichte, wo es von der Frage Schulwegplanung bis hin zu dem Thema geht, wie kann ich in Berlin, die Berliner Clubszene mir besser erschließen, also wirklich aus ganz verschiedenen Lebenswirklichkeiten. Jetzt habe ich mal eine ganz einfache Frage. Ja. Ja, dumme Fragen gibt es ja nicht. Wenn ich das alles schon habe und ich kann das sehen, warum gibt es denn immer noch so viel Staus in Berlin? Dann sieht man doch, wo vorher eine Baustelle ist, und wenn ich da eine einrichte und hier eine und dazwischen läuft der Verkehr, dann weiß ich, ich komme, stecke in der Falle. Ja, also das müsste ich doch eigentlich besser erkennen können, nach Ihrem Modell. Das stimmt, das ist ein ganz richtiger Punkt. Also man ist ja immer wieder überrascht darüber, wie schlecht die Abstimmung dann auch teilweise derjenigen ist, die hier... Ich habe es etwas vorsichtig ausgedrückt. Hey, let's face it. Also das ist im Grunde genommen ja nur darauf zurückzuführen, dass das, worüber wir gerade reden, nämlich Verwaltungsdaten verfügbar machen für Bürger, versuchen Sie mal von Verwaltung A die Daten von Verwaltung B zu bekommen. Und dafür sind Sie ja da, habe ich gelernt heute. Und darum kümmern wir uns auch, genau. Nämlich die Frage, wie kann ich auch Datenbestände allgemein verfügbar machen, um solche Sachen zu minimieren. Und das kann ich doch denn spielen. Ich verschiebe das und dann stelle ich fest, bums, da habe ich einen Stau. Sie haben völlig, da muss da einer sagen, das kannst du so nicht machen. Zum Beispiel, das ist genau die Frage, wie modelliere ich Verkehrsflüsse? Genau. Das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, also wir haben in Berlin mit der Verkehrszentrale eine wirklich gute
muss man sagen, Verkehrssteuerung. Das ist sehr viel besser als in vielen anderen deutschen Städten und auch im internationalen Vergleich sind die Kollegen wirklich gut. Aber wir werden dieses Thema uns natürlich auch nochmal darauf angucken, wie, ich sprach ja von dass Bürger ja auch Daten liefern können. Wenn Sie etwas beobachten, auch im Stau, oder wenn Sie feststellen, okay, das gibt irgendein Hindernis, was vielleicht irgendwo nicht verzeichnet ist, wenn Sie so etwas schnell auch irgendwo melden können, dann kann man nämlich darauf auch reagieren und gegebenenfalls auch andere Verkehrsregelungen treffen. Das setzt aber wieder voraus, dass das, was Sie in Ihrer Technologiestiftung denken, modellieren, dass das auch bei allen vorhanden ist. Ja. Und nicht nur bei einem Teil im Bezirk sowieso und der andere weiß davon nichts. Ja, und alles ist wunderbar gemacht, aber der andere spielt nicht mit. Das ist die absolut große Herausforderung. Das ist das, was mich persönlich mit am meisten umtreibt. Nämlich die Frage, wie kann ich dieses Thema aus einer, und das soll jetzt kein politischer Kampfbegriff sein, aber wie kann ich das sozusagen aus so einer interessierten Mittelstandssicht herauslösen und hin wirklich in alle sozialen Schichten der Stadt tragen und deutlich zu machen, es ist eure Stadt, ihr könnt etwas damit tun. Frage zu Ihrem Arbeitstag. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, gehen Sie denn erstmal an so ein Simulationsstadtgerät und gucken, na, wo ist es? Wie ist es? Wo können wir heute mal was verändern? Also eigentlich fängt mein Arbeitstag damit an, dass wenn ich in den Zug steige, um in die Technologiestiftung zu fahren, ich erstmal auf Twitter gucke, was ist in der Zwischenzeit passiert. Ja, weil das sind ja auch Informationen, die Menschen liefern über die Stadt, die teilweise sehr viel deutlicher und realistischer sind als das, was ich in Medien komprimiert gelesen habe. Und das sollten Sie vielleicht auch machen und dann das verbinden mit der Technologiestiftung und dann kriegen wir ein Gesamtbild der Stadt und dann haben wir vielleicht weniger Staus und die Stadt wird überhaupt dann menschlicher und digitalisierter. Und das ist alles das, was der Vorstandsvorsitzende der Technologiestiftung Berlin, Nicolas Zimmer, eigentlich in seinem jetzigen Leben macht. Früher war er Politiker, hat darüber nachgedacht. Jetzt sind Sie praktisch dabei. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich wünsche mir, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, dann bringen Sie mal so ein Modell mit, dann verschieben wir mal ein bisschen. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Dank und Tschüss.